Leute, wir sind zurück bei Fallout 3 in Point Lookout mit der schönen Szenerie von dahinter einem kaputten Riesenrad und dort dieser komischen Base von den... diese Kathedrale. Wir machen weiter mit dem violetten Vorhang, den wir letztes Mal angefangen haben. Ja. Denn... hier wollen doch schon immer, jeder Wolf von euch wollte doch schon mal Kommunisten nachspionieren. Also ich bestimmt nicht. Nein, nicht wirklich. So, wir sind ausgerüstet mit unserem chinesischen Sturmgewehr, was ziemlich im Arsch ist. Naja. Wird schon noch halten. Bis wir aus der Gefahrenzone raus sind. Ich sehe, seht ihr das? Ich sehe so viele. Markierung auf meinem Radar. Was ist das alles? Für Kram. Auf jeden Fall, hier ist irgendein Ort des Rituals. Eine abgefuckte Hütte hier. Mit aufgespießten Puppenköpfen. Sag mal, wir waren schon in dem explodierenden Puppenwagenhaus. Oder Kinderwagenhaus. Und jetzt sind die auch noch aufgespießt hier. Hier sind einige Puppen aufgespießt. Ob das noch irgendeinen Grund hat? Die sind schon... Ich glaube, ich will hier weg. Oh, was haben wir denn da für ein Haus? Bestimmt nicht allzu schlau, dorthin zu gehen, aber wir wären nicht wir, wenn wir es nicht täten. Ich mach mal einen Quick Save. Haley's. Ach, das ist ein Laden hier. Na dann. Hätte ich gewusst, dass es hier einen Laden gibt, wäre ich nicht für sonst wie viel 100.000 Kronkorken zurückgegeben. Vielleicht ist das auch kein Laden, denn ich darf mich hier einfach bedienen. Ja, Dampfanzeigen und so Kram. Altmetall nehme ich doch gerne mit. Nee, ich das denn so gut. Oder auch nur die Kernspaltungsbatterien lassen mal stecken. Der hat einen coolen Garten. Oh, hier ist ein Tape. Holoband-Notiz. Die hören bzw. gucken wir uns. Blau, da ich sie heute Morgen telefonisch nicht erreichen konnte, haben wir Jenny gebeten, ihnen diese Notiz zu bringen. Der Fahrer mit ihrer Lieferung für den Laden hat sich auf diesen neuen Straßen verfahren und einen Unfall gebaut. Er ist in der Nähe der Kathedrale von der Straße abgekommen. Es dürfte eine Weile dauern, um alles wieder in Ordnung zu bringen. Aber Pagano wird wahrscheinlich nicht so lange warten wollen, um die Signalbirne des Leuchtturms auszuwechseln. Sie sollten lieber zum Lastwagen Wrack fahren und die Birnen selbst zustellen. Okay, was bedeutet das? Bedeutet im Klartext, dass es in der Nähe der Kathedrale irgendwo ein Lastwagen Wrack gibt? Wo wohl Zeugs drin ist? Luftgewehrmunition, ernsthaft? Hier gibt's ein neues Luftgewehr. Ja, scheiße. Geh weg, du Reifen. Versperrst mir die Sicht auf den ganzen anderen Kram. Hier gibt's auf jeden Fall einen Haufen Zeug. Zum Craften von... Sachen und so. So, was ich nehme die Luftgewehrmunition einfach mit. Das Luftgewehr... einfach auch, wiegt ja nicht viel. Wir lassen das mal liegen und merken uns diese Stelle, falls wir mal so einen Kram brauchen. Und jetzt gehen wir noch rein. Hades Kramladen. Gucken wir mal, ob dort noch jemand ist, oder? Ich dachte mir schon, dass hier kein... Ach, doch, hier ist ja... Och, Manu. Okay, hier drinnen wäre es wieder klauen. Munitionskiste hat er auch. Safe. Hey. Oh, hallo. Willkommen in... willkommen in Haleys Kramladen. Wir führen sehr viel, Kram. Ist etwas nicht... mache ich Sie nervös? Nein, nein, ist schon alles in Ordnung. Ich bin nur kaum an Menschen gewöhnt hier draußen, das ist alles. Meine üblichen Kunden. Naja, die rieche ich normalerweise schon lang, bevor ich sie sehe. Wer sind Ihre üblichen Kunden? Die meisten Leute kommen aus dem Sumpf. Sie lassen mich wohl in Frieden, weil ich hier geboren wurde. Meistens tauschen sie Fleisch und Obst ein. Bares oder Waren bringen sie nie. Die Söldner bringen mir immer wieder gutes Material.
Wenn Sie also Munition oder sowas brauchen, sind Sie bei mir richtig. So, wie lange haben Sie schon diesen Laden? Ach, Sie glauben? Nein, nein, das ist kein Familienbetrieb. Ich übernahm den Namen einfach, als ich den Laden vor ein paar Jahren fand. Wenn ich ehrlich bin, kann ich mich an die Zeit davor kaum mehr erinnern. Ich wachte hier mit dröhnendem Kopf auf und der Laden war bereits da. Die Leute kamen herein und fingen an, mit mir Handel zu treiben. Ich hatte nichts dagegen. Und so wurde eben eine Arbeit draus. Wo bekommen Sie Ihre Ware her? Einiges davon habe ich gefunden. Ein paar Sachen waren bereits hier und die Söldner bringen mir auch ab und zu was vorbei. Und hier und da taucht auch dieser schräge Vogel mit dem Boot auf und lässt mir ein paar gute Sachen hier. So. Toba, also. Nur über was anderes. Reparieren? Ich würde ein bisschen über Sie reden. Da gibt es nicht viel zu erzählen. Was wollen Sie denn wissen? Ach so. Das ist dasselbe wie... Aber sicher doch. So sicher wie der Kopf eines Sumpfbewohners matschig ist. Eigentlich sind wir doch selber gut genug im Reparieren. Ich will das Angebot ansehen. Ich hab so allerhand. Sehen Sie sich doch um. Munition hat er auf jeden Fall. Ein wenig. Wer weiß, vielleicht brauchen wir es mal. Ja, Klammern nehmen wir mal mit. Kosten eh fast nix. Fragt nicht. Ein weißer Teller. Vorkriegsgeld. So, was ist Altmetall? Warum kaufe ich Altmetall? Ich weiß, wir können das dann abgeben, aber ich kann es hier in der Gegend nicht abgeben und das vermüllt im Moment nur mein Inventar. Hat er vielleicht noch... Drogen sind immer gut. Snipex hat er auch. Ja, aber ich bin geizig. Deswegen will ich jetzt nicht unbedingt so viel ausgeben hier. Natürlich werden wir uns den Preis ausgleichen lassen. Wenn wir ihm unseren Krams andrehen hier, den wir gefunden haben. Aber ich muss mich erstmal von dem 800er Kronkorkenverlust erholen. Also werden wir mal sehen. Vielleicht ein wenig 556er Munition. Das können wir genau ausgleichen. 189. Pam. So. Muss es los. Seien Sie vorsichtig da draußen. Vorderer Schlüssel. Ist eine Werkbank, falls wir uns was machen wollen. Im Radio kommt gerade nichts. Ah, die Entzugserscheinung. Wie gesagt, jetzt haben wir schon hier Typen gefunden. So, wir empfangen hier kein Radio. Das ist das Problem. Das ist natürlich nicht so nice, ne? Wenigstens essen die hier Meierlurk-Fleisch und keine Ameisen. So. Das wird hier... Wir haben irgendwie 4 oder 5 Entzugserscheinungen gleichzeitig. Alter, sind unsere Werte down. Alter Schwede. Überall ein Minus dahinter. Wie gesagt, ich dachte, wir sind resistent. Wir buffen uns am besten gleich wieder zu. Medics, Mandats, Psycho. Das Problem wird dann nur, wenn sie uns ausgehen. Moment. Habe ich denn auch alles erwischt? 7 gut aus, ja. So, jetzt haben wir aber schon wieder genug Zeit verplempert. Wir müssen weiter. Weiter nach da. Ey, da ist noch irgendein Unterstand. Ist dort vielleicht irgendwie ein Arzt? Ach nee, das sieht aus wie eine Brücke. Eine Brücke. Und davor sind irgendwelche Fahnen. Moment mal, ist dort hinten schon wieder der Dingense. Diese andere... Dings. Helis Kramler. Ja. Wir sind ja noch kaum weit weg. Mann. Ich dachte, wir wären schon sonst wo.
So eine Brücke sieht doch eigentlich nach Minen oder irgendwelchen anderen Fallen aus. Oder nach Munitionskisten, die hier herrenlos rumstehen. Ach, Minen. Granaten. Mehr herrenlose Sachen. Erste-Hilfe-Kisten. Noch ein Erste-Hilfe-Kisten. Die wollen aber, dass wir Zeug finden hier. Buffout. Hier sind dann nur noch diese dummen Punga-Früchte. Nehmen sie aber mal mit, weil die halt heilen, ohne so wirklich zu verstrahlen. Wen haben wir denn da hinten gefunden? Freund Doofkopf und Freund, ich bin fett. Der fährt ein Laser. Er kommt auf uns zu. Ach du Scheiße, wo kommt der denn her? Der leise Treter. Macht Sinn, dass wir den nicht... Ach herrje, wir aggroen haufenweise von den Typen. Oh, oh, oh. Fersengeld. Fersengeld. Oh! Wir feuern einfach mal blind in die... ihre Waffe ist kaputt. Das habe ich kommen sehen. Nein. Deswegen wechseln wir. Acht. Lassen wir ein paar Stimpacks. Genau ins... Oh, scheiße. Wir hängen irgendwo. Weg. Weg hier. Hey, die Typen sind zu dumm. Oder wie? Okay, der eine geht hinten rum. Solange kann ich den anderen schon mal killen. Jetzt schließen wir dem möglichst den Kopf. Dann hat sich die Sache auch erledigt. Oh, mein Arm. Halt doch dein Maul, ey. Warum sind denn die Gegner in diesem Scheißgebiet so hart? Geben zwar 55 Erfahrung, aber fressen Schaden wie nix. Wisst ihr, was ich hier für Munition verschwende? Furchtbar. Sag mal, waren wir hier überhaupt schon drin in dem komischen... navalen Recruiting-Center, Rekrutierungsstation? Ich glaub schon, hier liegen, ja, ich glaube, wir waren schon mal drin. Ich weiß gar nicht, was es hier gab. Kann sein, dass es hier so ein Passwort gab für eine Schließfläche. Mann, ey. Da handelt man den halben Part, den anderen halben Part kämpft man gegen irgendwie 3 oder 4 solche Typen. Das ist ja furchtbar. Wo ist die Leiche von dem Innen hin? Hat sie schon wieder weggeladen oder was? Weil ich in das Haus rein bin. Das wäre ärgerlich. Wir gucken mal, ob die Leiche von dem anderen noch da ist. Achso, hier ist eine Leiche. Menschenfleisch. Gibt viel TP zurück, aber ich weiß gar nicht, ob ich das haben will. Ich glaube eher weniger. Dann müsste der andere eigentlich hier liegen. Besser gesagt, er lag mal hier. Und Buffout, also die haben auf jeden Fall Drogen dabei. Das Gute ist, dann haben wir unsere Sucht unter Kontrolle. Besser gesagt, wir haben sie nicht unter Kontrolle. Guck mal, wie weit die uns weggetrieben haben, von circa hier bis hierhin zurück. Boah, wir erreichen gar nichts in den Parts. Tommy Nuka Colas und Wasser und Punga-Früchte rein, um da alle Stimpacks rauszuhauen. Dafür haben wir die Teile ja mitgenommen. So, einer fehlt uns noch, den haben wir aber schon dort hinten, glaube ich, irgendwo erlegt. Hinter der Brücke, weiß ich nicht. Wie gesagt, die Typen, die sind erstens sind sie extremst hässlich. Und zweitens vertragen die eine Menge Schaden, muss ich sagen. Also zumindest die Fetten. Genau, ich habe auch ungenau mit einer kaputten Waffe geschossen, also... Die kaputten
kaputte Waffe ist jetzt endgültig kaputt. Die müssen wir jetzt erst wieder reparieren. Überall diese Angelruten. Was sollen wir denn damit? Denken Leute wirklich, ich nehme die mit? Ja, liegt da. Ein Unterhebelrepetierer. Kann gut sein, dass wir die nochmal brauchen. Ich mache erstmal einen Quicksave, dass wir dieses Camp ausgerottet haben. Hier ist schon wieder ein Haus. Ist der Fluss sicher? Wahrscheinlich. Unsere Wahrnehmung ist hochgebufft, also wir sollten Feinde eigentlich auf eine gute Distanz sehen können. Hütte von Marguerite. Oder Margaret. Schwarzbrennerhütte, das hört sich doch gut an. Aber ich glaube nicht, dass die mich heilen können. Die Schwarzbrenner. Ja, so sehen die Anlagen eines Schwarzbrenners aus, alles klar, ne? So, da ist aber wenigstens was. Aktivieren das dir aber zum Brennen von Fusel. Ich will doch kein Fusel. Der hat ja Gewicht 2. Sie sehen nicht wie ein Einheimischer aus, mein Sohn. Könnten Sie einer kranken Frau vielleicht etwas helfen, wieder auf die Beine zu kommen? Ich rate, du brauchst Fusel. Sie sind krank, was fehlt Ihnen denn? Es ist wohl das Blaufieber. Mir ist so schwindelig im Kopf. Das Blaufieber. Ich habe genug Krankheiten behandelt, um zu wissen, dass es kein Blaufieber gibt. Blaufieber klingt nicht gut, kann ich etwas tun? Echt wahr, und ich habe die Grünpest. Husten wir uns also nicht an. Ja, Medizinskill. Das ist jetzt aber schrecklich unhöflich von Ihnen. Und ich bin Madame Panada, ja. Sie tun doch nur so, und das wissen wir beide. Kommen wir also zur Sache. Gut, dass wir Sprache ist. Ja, ich... Ach, egal. Sie haben mich durchschaut. Aber passen Sie auf. Wir haben beide was davon, wenn Sie mir helfen, Tonikum herzustellen. Hm. Reden wir über dieses Tonikum. Es ist ein geheimes Familienrezept, schon seit Generationen. Helfen Sie mir, etwas davon zuzubereiten, indem Sie die Zutaten zusammensuchen. Sie bekommen was davon ab und 300 Kronkorken lege ich auch noch drauf. Was ist denn dieses Zeug? Wissen Sie was? Probieren Sie mal. Das ist nur ein Rest, aber ein oder zwei Schluck müssten es noch sein. Sicher mehr als genug, um Sie umzustimmen. Hey, Fusel! Okay. Verschiedenes. Sagen Sie mir Bescheid, wenn Sie die Einzelheiten ausarbeiten wollen. Bin bereit. Es sind nur ein paar Zutaten, aber ich mache immer größere Ladungen. Deswegen brauchen wir von jeder Zutat eine ordentliche Menge. Wir brauchen Punga-Früchte, Hefe und ein paar Kernspaltungsbatterien. Für den richtigen Pfiff. Wir brauchen Punga-Früchte. Wir brauchen viele Punga-Früchte. Die diese Verrückten in der Kirche anbauen, sind am besten. 10 genügen. Aber das wird sie etwas kosten. Wilde Früchte eignen sich auch. Aber dann brauchen sie doppelt so viele. Ja, das hat... Ja, 10 Früchte von den Bauern in der Kathedrale oder 20 wilde Früchte. Sagten Sie... Ja, wir werden Hefe brauchen. Sie können zwar überall welche finden, aber auf der Strandpromenade ist ein großer Vorrat. 3 Säcke genügen. Behalten Sie das am besten für sich, mein Kind. Unsere Geheimzutat gibt dem Familientonikum den richtigen Pfiff. Wir brauchen nur etwas Batteriesäure. Ach, sehen Sie mich jetzt doch nicht so an. Meinen Sie denn, ich wäre noch am Leben, wenn es nicht sicher genug wäre? Bringen Sie mir 6 Kernspaltungsbatterien für die Mischung. Wechseln wir das Thema. Ich dachte schon, Sie würden niemals darum bitten. Ach, wirklich? Und ich nehme an, Sie wissen, wie man das bewerkstelligt. Ich kann alles in Ordnung bringen. Wie wär's mit 100 Kronkorken? Ich kann alles in Ordnung. Oh, ich will 100, 200. Oh Gott, sind wir korrupt, ey. Also nur... Oh, wir sind Jesus. Wirklich clever. Aber Sie haben ja recht. Wir haben beide was davon, wenn das Tonikum süßer schmeckt. Leute, schreiben mich... nee, eigentlich war das euer Skype, also guckt mal nach. Lassen Sie, ja, wir haben scheinbar genug. Hey. Okay, den haben wir schon mal repariert und wir sollen ihr diese dummen Zutaten... Danke, dass Sie den Destillierapparat repariert. Yay. Und Karma für uns. Ich werde mehr über...
Wir machen das in der nächsten Folge, Leute. Wir sehen uns.